Es ist mein Paket. Ich bin aufgeregt. Ich habe mir doch ein Smartphone bestellt. Auf Wish. Dass die App Wish wirklich ein Ding ist, das merkt man ja schon an dem Spruch von gerade eben. Also auf Wish bestellt. Wenn man sich einen Cutter auf Wish bestellt, dann könnte das Video hier zum Beispiel so aussehen. Was will man damit sagen? Man kann sich zwar so ziemlich alles auf Wish bestellen, was dabei rauskommt, trotzdem ist die App Wish krass erfolgreich. In ganz vielen Ländern ist sie in den Top 10 der Shopping-Apps und auf YouTube und TikTok gehen Wish-Unpacking-Videos richtig ab. Wieso ist dieses Modell so erfolgreich? Das Geschäftsmodell der App ist eigentlich ziemlich einfach und zwar krasses Zeug, krass günstig. Für teilweise wenige Cent gibt es so ziemlich alles und manchmal bezahlt man sogar nur die Versandkosten. What the fuck? Wish gibt an, das funktioniert so günstig, weil man über die App direkt bei den Herstellern kaufen kann und nicht noch extra für Zwischenhändler bezahlen muss. Aber da muss es doch irgendeinen Haken geben, oder? Die meiste Ware aus Wish kommt aus Fernost und muss natürlich erstmal zu dir hierher nach Deutschland geschifft oder geflogen werden. Das dauert ziemlich lang, so 4 Wochen kann man auf eine Bestellung schon mal warten müssen. Bezahlen muss man allerdings früher. Man hat dafür in der Regel je nach Bezahlungsart maximal 2 Wochen Zeit. Ganz oft musst du aber sofort bezahlen. Man hat also bezahlt, hat aber dann keine Kontrolle darüber, ob die Ware überhaupt jemals bei einem zu Hause ankommt oder ob sie irgendwo unterwegs verloren geht. Nutzerinnen und Nutzer berichten immer wieder, dass Wish-Ware einfach gar nicht bei ihnen ankommt und scheinbar irgendwo verloren gegangen ist. Weiter geht's dann mit Zollproblemen. Es kann nämlich sein, dass du deine Ware gar nicht bei dir in Briefkasten oder vor die Haustüre bekommst, sondern dass du deine Ware beim Zoll abholen musst und dafür dann auch noch bezahlen musst. Ab einem Betrag von 22 Euro müssen sie bei internationalen Bestellungen zusätzlich Einführungsumsatz und gegebenenfalls auch Verbrauchersteuern tragen. Ab einem Bestellwert von 150 Euro inklusive Versandkosten kommen Zollgebühren auf sie zu. Jetzt kommt aber deine Wish-Bestellung bei dir an, du hast vielleicht auch noch beim Zoll Gebühren dagelassen und dein Smartphone für 15 Euro ist, surprise, nicht so geil, wie du dir es vorgestellt hast. Du willst die Ware jetzt also zurückschicken. Rückgaben sind bei Wish 30 Tage lang möglich, aber es gibt ein großes Problem und zwar hat Wish scheinbar keinen Bock auf Rückgaben. Einige Wish-User haben sich nämlich schon bei der Verbraucherzentrale beschwert. Denn nachdem sie eine Rückgabe machen wollten, hat Wish ihnen diese Funktion in der App einfach gesperrt. Die Verbraucherzentrale schreibt dazu, Betroffene verlieren ohne jede Vorwarnung den Zugang zum Kundenservice und damit die Möglichkeit, offene Bestellungen zu widerrufen oder zu reklamieren. Der Anbieter, also Wish, wirft einem Teil seiner Kunden vor, die großzügigen Rückerstattungs- und Rückgaberichtlinien zu missbrauchen. Wenn einem sowas passiert, dann erscheint im Wish-Konto der Hinweis, dass man anscheinend übermäßig viele Rückgaben gemacht hat und das Konto deswegen markiert wurde. Die Rücksendemöglichkeit wird anscheinend übrigens wieder freigeschaltet, wenn man noch mehr bestellt. Wish eher so Cash. Doch die Kundenfreundlichkeit, was Rückgaben angeht, ist nicht das einzige Thema. Die Wish-App auf deinem Smartphone will auch ein paar komische Berechtigungen von dir haben. Es geht beispielsweise damit los, dass angeblich einige Features ohne freigegebene Push-Benachrichtigungen gar nicht funktionieren. Außerdem gibt es immer wieder Hinweise, dass du krass sparen kannst, wenn du in den nächsten 12 Stunden einkaufst oder wenn du Produkte empfiehlst und so weiter. Da wird ziemlich Druck aufgebaut. Man vergisst dann schnell, dass sich auch kleine Beträge anhäufen können. Und so wird aus vielen vermeintlich günstigen Produkten doch eine große und ziemlich teure Bestellung, vor allem wenn eben beim Zoll auch noch Gebühren anfallen. Klar, man kann natürlich trotzdem einfach auf Risiko bei Wish bestellen, vor allem wenn man da ein Teil entdeckt hat, das man sonst nirgendwo findet und es auch noch günstig ist. Aber was, wenn das Teil dann ankommt wie auf Wish bestellt? Es bleibt dann zurückschicken oder einfach trotzdem behalten und irgendwann wegwerfen. Das Teil landet also entweder bei dir im Müll oder wird im wahrsten Sinne des Wortes zweimal um die Welt geschifft. Das ist für mich Nachhaltigkeit auf Wish bestellt. Willst du lieber gute Infos statt Billigkram? Dann klick einfach mal den Abo-Button an.